Moin, herzlich willkommen zum nächsten Tutorial. Ja, unsere Axt, wir haben unser Normal Map erstellt. Jetzt machen wir noch eine Ambient Occlusion Map. Das ist ein Map, wo wir die Schattierungen, diese Vertiefungen, die wir haben, wie jetzt zum Beispiel dieser Schatten, der da drin ist, auch simulieren können. Und das werden wir jetzt, sag ich mal, erstellen. Und dieselbe Prozedur, wir werden genauso wie wir dem Normal Map erstellt haben, werden wir jetzt auch unsere Ambient Occlusion erstellen. Fangen wir einfach mal an. Wir machen unser Blenden wieder unser Sculpt Modell ein. So. Gehen hier rauf. Und benennen das AO. So, hier geben wir auch 2048 an. Alpha brauchen wir wieder nicht. Und okay. So, und jetzt die Bilddatei anklicken, festhalten und rüberziehen. Genau. So, jetzt sind wir schon in diesem Big-Bereich. Hier steht noch Normal. Das haben wir ja schon erstellt. Jetzt klicken wir drauf. Ambient Occlusion. So, und jetzt wieder dieselbe Geschichte. Sozusagen, erst klicken wir das Sculpt-Objekt an. Low Poly. Edit-Modus. A für alles skalieren. Moment. Screencast habe ich vergessen. Entschuldigung. So. Ja, und drücken Bake. So, schauen wir es mal an. Ja, da sehen wir, da sind ein paar Vertiefungen. Die sind ziemlich groß, der Abstand. Das ist hier dazwischen. Da müssen wir den Abstand hier vergrößern. Die Extrusion, sagen wir 0,3. Edit-Modus. Und Bake. Da sind noch ein paar kleine Stellen. Bake. Ja, perfekt. So, Ambient Occlusion ist fertig. Wir blenden mal wieder das Sculpt-Modell. So. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt Save as. Ja, ihr seht schon, ich habe da schon was vorbereitet gehabt. Überschreibe ich den einfach. So, und dann ziehen wir das hier rüber. Ganz genau. So, und der Schatten hier, den wir hier sehen, das ist jetzt durch den Ambient Occlusion jetzt eingesetzt. Jetzt können wir langsam unsere Axt mal ein bisschen Farbe geben. Wir fangen einfach mit der Metallfläche hier an. Wir gehen mal auf Frontmodus, ziehen das mal ein bisschen zur Seite. So, okay. Wir gehen mal auf Edit. So, wir haben ja unsere Schnittkanten erstellt, unser Seam, unser Mark Seam, diese Schnittkanten. Weil wir jetzt unsere Schnittkanten haben, können wir jetzt die Flächen, die in diesem Schnittkantenbereich ist, jetzt markieren. Zum Beispiel, ich klicke mal diese Faces an und drücke L. So, da seht ihr das, das Select-System, Seam, hier. Der markiert jetzt die ganze Fläche, wo die Schnittkante endet. So, das ist die Metallfläche und die Seite auch, die andere Seite, L. So, jetzt haben wir unsere Metallfläche selektiert, gehen wieder auf Front. Sagen wir jetzt
Ach so, Moment. Wir müssen ja noch ein neues Image erstellen. Wir gehen wieder auf Kopieren. Neue Textur. Axe. Color. Aber den vergrößern wir mal. Da machen wir mal doppelt so groß. Upp. Mal 2, genau. So, und drücken OK. So. Jetzt schieben wir den zur Seite. So. Mix Color. Mix RGB. Klicken hier drauf. Den setzen wir hier ein. Nehmen unsere erstellte Axe Color Textur. Ziehen das hier rüber. So. Und den setzen wir hier ein. So. Als nächstes wollen wir anfangen, wie gesagt, eine Metallfläche auf diese, auf unsere Axe zu kreieren. Und wir haben ja hier, wenn ihr mal guckt, dieser Metallshading, der ist jetzt auf 0. Wenn wir den komplett jetzt rüberziehen würden, ihr seht, was passiert, da wird eine, sozusagen eine Metallstruktur drauf gesetzt. Aber wir wollen ja nur diese Axe. Das heißt, wir werden eine extra Metallic Map erstellen, wo wir nur diese Axt auf eine Metallfläche simulieren. So, da machen wir jetzt noch eins. Metall. Den machen wir aber wieder 2048, so groß braucht er nicht zu sein. Genau. Den schieben wir hier rüber. Schieben wir den mal ein bisschen runter. Und den hier rein. Ne, wo ist denn? Da ist er. So. Jetzt haben wir in Edit-Modus diese beiden Flächen selektiert. So, das ist unsere Axt. Jetzt gehen wir auf Texture Paint. Eins. So, jetzt haben wir oben hier ein Symbol. Face-Symbol. Das ist die Maske. Paint Mask. Wenn wir hier draufklicken, wird nur das gemalt, was selektiert ist. Nur was wir selektiert haben in der Edit-Modus. Also nur dieser Bereich. Edit-Modus wieder raus. Farbe lassen wir weiß. Wir vergrößern das mal hier. So hier. Und werden mal ein bisschen F drücken. Ein bisschen den Pinsel vergrößern. Und fangen an zu malen. So. Wie ihr seht, haben wir so eine Art Metallfläche jetzt hier drauf, weil diese Schwarz auf Weiß, dieser Kontrast, übernimmt er als Metallfläche. Die weiße Fläche ist dann sozusagen unsere Metallfläche. So, jetzt können wir direkt nur diese selektierte Fläche mit Metall sozusagen simulieren, Metallfläche simulieren. So, dann gehen wir mal wieder auf 1. So. Aber ich möchte es jetzt nicht komplett malen. Wenn ihr jetzt so rüber geht, seht ihr das? So. Ich male zurzeit nur das, was selektiert ist. Aber um die Arbeit zu sparen und jetzt hier alles zu bemalen, geht es auch viel schneller. Dann drücke ich diese Fülloption und drücke einfach hier drauf. So, und jetzt ist beide Flächen komplett mit der Metallfläche bemalt.
Ja, super. Sozusagen, genau. Und jetzt, da ist ein Stern, den müssen wir jetzt Save as abspeichern. Metall PNG können wir so lassen. So. Genau. So. Okay, jetzt kommen wir weiter. Jetzt gehen wir zu unseren von gerade eben. Axcolor. Wir gehen jetzt mal auf unsere Textur rein. Hier. Symmetrie. Auf der Y-Achse. Wir wollen ja spiegelverkehrt, nicht auf beiden Seiten malen. Jetzt können wir hier auf unserer Achse eine Struktur malen. So eine Metallfläche. Dann gehen wir mal hier rauf. Moment. Brush Setting. Ach nein, wir müssen zuerst ja, das Axe-Color ist jetzt hier aktiv. Hier seht ihr die Slots. Das sind diese Textur-Slots. Und der Axe-Color muss markiert sein. Wir gehen auf Pinsel. Gehen hier runter. Hier steht Texture. Da klicken wir drauf. So, hier ist keine Textur drin. Wir erstellen ein neues. Nennen das Metall. Brush Texture. So. Dann gehen wir hier auf unsere Texturebene. Ihr seht das. Der hat er gleich übernommen. Texture Brush. Darum geht's. Öffnen. Dann gehen wir mal. Suchen uns eine Textur aus. Übrigens, Texturen findet ihr überall. Bei Polyheaven oder Texture.com, da findet ihr jede Menge Texturen, die ihr einsetzen könnt dafür. Ich habe mal einige für mich selber mal runtergeladen, aber hier sind zum Beispiel welche. Und wie gesagt, ihr könnt jede Menge Texturen aus dem polyheaven.com, die werde ich in der Beschreibung aber reinsetzen, den Link. Da könnt ihr kostenlos Texturen runterladen, auch für diese Geschichte, für diese Arbeit nutzen. Ja, was nehmen wir denn da? Ich glaube, ich nehme mal hier, das sieht gut aus. So, jetzt haben wir das hier jetzt geöffnet. Und wenn ich jetzt hier rüber gehe, so, wir gehen mal wieder auf, wir sind gerade hier auf der Texturebene, wir haben die Textur gewählt. Jetzt gehen wir wieder zurück, hier oben, scrollen das runter. So, hier steht Tiled. Wir gehen aber auf Stencil. So, Stencil. So, jetzt haben wir sozusagen unsere Textur hier mal transparent hier gelegt, und wenn wir jetzt mit der rechten Maustaste drücken, können wir die Textur hin und her bewegen. Und wenn wir dabei die Steuerung-Taste drücken, können wir es drehen. Und wenn wir dabei die Shift-Taste drücken, können wir es skalieren, Größe ändern sozusagen. Ja? So, jetzt gehen wir mal näher ran. Mit dem Mausrad ganz üblich näher rangehen. So ungefähr. So. Und malen mal jetzt sozusagen über diese Textur, diese Fläche hier, mal rüber. So, ihr seht da eine gewisse Struktur, aber es ist noch nicht deutlich genug. Wir werden mal auf Image Aspect klicken. Image Aspect bedeutet, dass das Bild, die Größe des Bildes, also das Originalbild, das ist hier jetzt quadratisch abgebildet und hier auch, er soll die Originalgröße übernehmen von dem Bild. Wir klicken mal drauf. So, jetzt seht ihr, das ist so leicht jetzt breit gezogen, weil so ist das Bild auch in Original. So, jetzt gehen wir nochmal rüber. Malen das mal so rüber. So, am besten machen wir das mal so. Ich gehe mal auf Moment, Objekt.
Es ist nicht so gut zu sehen, weil wir auf unsere Mixcolor-Geschichte hier Faktor 0 und es ist gemixt. Wenn wir aber Overlay setzen, dann seht ihr das. So. So, durch den Overlay, das ist ja überlappen, wird diese Textur sozusagen auch von der Ambient Occlusion Textur überlappt. Jetzt können wir hier die Größe so einstellen. So, aber mittig ist in Ordnung. So, jetzt können wir weitermachen. Gehen wir auf Texture Paint. Shift, bisschen verkleinern. Machen wir mal hier ein bisschen. Ziehen wir das bisschen hoch. Genau. So, gehen wir mal hoch. So. Jetzt drehen wir das mal. So. Da gehen wir ruhig ein bisschen näher ran. So. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Hier gefällt es mir noch nicht so. Hier können wir noch ein bisschen detailförmig angehen. Ja. So, schauen wir uns mal an. Das sieht gut aus. Okay. So, jetzt haben wir hier ja unsere Verzierungen. Und ich finde, dass sich dieser Innenbereich, diese Fläche hier, die könnten wir ruhig ein bisschen dunkler machen mit einer anderen Textur. Das machen wir einfach mal. Dann gehen wir mal hier wieder rauf. Texture Paint. Dann gehen wir mal hier runter. Klicken hier drauf. Sagen, ja, Metall Dark. So. Dann gehen wir hier Textur. Öffnen eine neue. Metall. Und nehmen mal, ja, diese hier. Diese gefällt mir. So, und jetzt kommt diese Textur hervor. Wir gehen aber erstmal hier wieder rauf. So. Auf 1. Und jetzt können wir diese Textur übernehmen. So. Wir können mit Shift ein bisschen vergrößern. Ja, genau. Bisschen noch mehr vergrößern, so.
müssen alle weg. So. So, jetzt haben wir diese Fläche mal ein bisschen dunkel, damit es ein bisschen Kontrast mehr da ist. Aber ich finde es schon mal gut. So, das gefällt mir. So, vielleicht hier diese Fläche noch. Gehen wir mal. Wir machen mal den etwas kleiner. Drehen das mal. So. Ups, so. Genau. Ein bisschen nach hoch, ungefähr hier. Pinsel ein bisschen verkleinern. So. Ja, alles klar. So, das war jetzt unser Texture Paint. Und für die Axt, jetzt habt ihr gelernt, wie man die Metallfläche mit dieser Textur auf diesen Slot, Metall Shader Slot, übertragen kann. Und dann haben wir mit Texture Paint eine Textur gemalt. Ne? Das war erstmal dieser Tutorial. Um den nächsten Tutorial geht es um den Holzgriff. Ja? Herzlich willkommen zum nächsten Tutorial. Ja, wir haben unsere Axt jetzt eine, sozusagen unsere Textur auf unsere Axt gelegt, auf unsere Metallfläche. Jetzt kommt unser Holzgriff dran. Wir werden weiterhin mit derselben Textur natürlich arbeiten. X-Color hier. So, und das heißt, wir werden einfach eine neue Textur laden, womit wir eine Holzmaserung haben. Da müssen wir gleich mal gucken, was wir da nehmen können. Wir gehen auf Texture Paint. So. So, wir haben noch diese dunkle Metallfläche noch hier. Aber bevor wir damit anfangen, gehen wir auf Edit. Genau, ihr seht, dass diese beiden Flächen noch gewählt sind. So, wir wählen alles ab. Alt A und klicken jetzt eine Fläche hier und drücken L. L.
So, jetzt haben wir, hier auch noch L, L und L. So, jetzt haben wir unser Holzgriff komplett selektiert und jetzt können wir wieder auf Texture Paint. Jetzt könnten wir komplett unseren Holzgriff jetzt bemalen. Wir können es auch mit per Farbe, aber ich denke mal, es sieht besser aus, wenn wir ein Holztextur dafür nehmen. Dann gehen wir wieder, wie gesagt, runter. Drücken wieder hier. Neu. Holz. Textur. Enter. Gehen auf Texture Slot. Hierauf. Immer darauf achten, dass hier auch die Holztextur jetzt, die wir gerade benannt haben, hier drauf steht. Öffnen. Dann gehen wir in meinen Ordner. Mal sehen, was wir da haben. Ja, entweder hier oder das hier. Das sieht gut aus, finde ich. Ein paar dunkle und helle Flächen. So, jetzt haben wir eine Holztextur geladen. Und jetzt könnten wir direkt auf unseren Holzgriff damit malen. So, wir gehen mal ein bisschen rüber. So. Schieben wir ein bisschen mal von der anderen Seite. Ihr müsst immer die Textur, die Position ändern, damit ihr mal ein bisschen unterschiedliche Flächen habt. Ja, das sieht viel realistischer aus. So, was haben wir hier? Da müssen wir auch. So, aber das gefällt mir nicht. Machen wir mal hier. So. Genau, das sieht gut aus. Genau, jetzt gehen wir hoch. Ich gehe mal auf 1, Frontmodus. So. So. Schieben die Textur mal hier rüber. Genau. Steuerung drücken und ein bisschen drehen. So. Und jetzt einmal so komplett durch. So. Jetzt einmal von vorne. Hier, so. Nehmen wir mal hier. So. Und jetzt hier oben einmal auf F7, Top-Modus. Schieben den Text hier rüber. Gehen ein bisschen näher ran. Jetzt wieder Steuerung gedrückt halten und dann genau auf die Längsrichtung. So. Da, weil die Maserung in die Richtung geht. Weil ihr wisst es ja, manchmal ist ja, wo die abgeschnittene Fläche vom Holz ist, ist sozusagen, geht es in eine Richtung. Also in Längsrichtung. Das wollen wir jetzt hier auch machen. Wir schieben mal diese Fläche hier rüber. So. Das sieht gut aus. Okay. Ein bisschen kleiner. So. So. Okay, dasselbe machen wir jetzt unten. Aber erstmal die Seiten. Jetzt drehen wir wieder die Textur. So. Hier und ziehen das hier rüber. Genau. So. Hier nochmal. Hier. So. Und unten jetzt, wie gerade eben. Ja.
So, schieben wir unsere Textur rüber. Steuerung gedrückt, drehen und durchmalen. Ja, perfekt. Sieht richtig gut aus, finde ich. Okay, unser Holzgriff ist fertig. Jetzt kommt unser Stoff. So, was machen wir da? Erstmal gehen wir auf Objektmodus. So, schauen uns mal an, was wir gemacht haben. Doch, sieht gut aus. Alles klar. Wir gehen wieder auf Texture Mode Paint. Gehen auf Edit Modus. Klicken an. L. L. So, und dann gehen wir wieder auf Texture Paint. Und dann gehen wir wieder auf unser Slot hier. Gehen runter. Neue Textur. Stoff. Dann gehen wir wieder auf den Texture Slot hier rüber. Genau, öffnen eine Stofftextur. So, dann gehen wir hier mal runter. Stoff. So, vielleicht hier. Leder. Genau. Diese Ledertextur, die können wir davon nehmen. Nehmen wir mal. So. Genau. Jetzt gehen wir hier wieder hier rüber. Slot. Gehen runter. Drücken hier auf Aspect. Image Aspect. So, damit wir die Originalgröße haben. Jetzt gehen wir an den Stoff ein bisschen näher ran. Auf 1, Frontmodus. Drehen den mal in diese Richtung. So. Genau. Shift ein bisschen vergrößern. So ungefähr. So. Und bemalen das jetzt hier rauf. Drehen wir das ein bisschen hier rüber. Schieben das mal hier rüber. So. So. Genau. Okay. So. Jetzt könnten wir eine gewissermaßen noch eine extra Textur zwischen den Rillen machen. Wie machen wir das am besten? Wir gehen mal auf Neu, Stoff, 1, dann gehen wir hier wieder genau dieselbe Geschichte, Textur, Stoff 1, nehmen mal diese hier, die ist heller. So. Und drehen das mal. Und verkleinern wir. So. So, jetzt machen wir mal ein bisschen die Stärke runter. So. So, ganz leicht. Ja, vielleicht zu klein. So. Bisschen von der roten Fläche hier. So. Dann machen wir es größer. Ein
Pinsel mit F ein bisschen verkleinern, damit wir ein bisschen mehr in die Ecken reinkommen. So. Der Stoff muss ja ein bisschen abgenutzt aussehen. So. So, jetzt könnten wir das jetzt ein bisschen blurren. So. Das war ein bisschen zu viel. Ziehen wir das mal hier. So ungefähr. Ja, perfekt. Jetzt gehen wir auf Objektmodus. Ja, unser Image, die wir selbst erstellt haben, ist jetzt fertig. Image, save as. X-Color und abspeichern. Ja, das ist unsere Axt. Wir sind jetzt mit der Axt fertig. Tja, als nächstes werden wir ein paar Fässer erstellen, aber dann im nächsten Tutorial. Ja, und das sage ich einfach, wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Ciao!